So, meine Damen und Herren, The Little Things Give You Away in der Live-Version. Ihr habt abgestimmt, das hat irgendwie überragend gewonnen. Wir gucken uns die Version von Milton Keynes an, Road to Revolution, die auch eine geile Bildqualität hat. Soundqualität ist auch top. Deswegen viel Spaß bei The Little Things Give You Away. Ich muss sagen, Piano kriegt mich ja sowieso immer mit dem geilen Korg-Keyboard, das seit Jahrzehnten von Mike bespielt wird. Wie viel Umsatz Korg eigentlich gemacht hat, nur weil unser Mr. Mike Shinoda drauf spielt. Das ist einfach so schön, oder? Kann das irgendjemand nicht gut finden? Ich würde mal wirklich gerne so Leute kennenlernen, die sagen, boah, das, nein, sorry, hier Live-Instrumente mit einer richtig eingängigen, geilen Melodie. Nee, das ist gar nichts für mich. Ich wette, solche Leute gibt es. Weiß ich, vielleicht bin ich der Einzige. Es gibt mir immer so dieses Gefühl, als wäre man unter Wasser. Also ich höre die Melodie, es baut sich sofort die Atmosphäre auf, als wäre man unter Wasser. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe irgendwie einen Schaden oder sowas. Es geht ja in dem Song um Hurricane Katrina, was der für Schaden anrichtet und was wir eigentlich dem Klima und der Umwelt, was wir eigentlich Mutter Natur antun. Und die kleinen Sachen, die sich dann immer mehr summieren zu einem großen Ganzen und dann den Schaden anrichten. Und wie Chester hier singt und die Lyrics, klingt es für mich so, als wärst du in einer Wohnung und auf einmal läuft beim Fenster Wasser rein, bei der Tür und dann wird es überflutet. Ich glaube, so kann man das eher bezeichnen. Also so ist das, was ich da rein interpretiere. Wunderschöner Song. Ich habe das ja zur Abstimmung gegeben, weil die Studioversion einfach so die beste Soundqualität hat. Live geht sehr viel von der ursprünglichen Qualität verloren. Natürlich hat auch die Live-Version unfassbar krasse Vorteile gegenüber der Studioversion, ne? Weil einfach noch viel mehr Emotion reinfließt. Fließen, ne, ist hier quasi das Stichwort. Aber beides geil. Ich habe nur gefragt, so, was bevorzugt ihr? Worauf reacten wir denn als erstes? Und dann hat das hier gewonnen. Sehr schön. Ich glaube, wegen dieser Textzeile habe ich immer das Gefühl, das würde unter Wasser spielen. 6 feet underwater. Ich denke mal wirklich so, okay, ich bin jetzt anscheinend 6 Fuß unter Wasser. Ich bin auch so, wenn ich einen Film gucke und da wird getaucht, dann halte ich auch die Luft an. Ich glaube, ich habe wirklich irgendwie, ich habe nichts gesagt. Das ist übrigens ein
unfassbar wunderschöner Bart. Unfassbar schön, wie Chester hier singt. Der ganze Song hat wirklich diesen Minutes to Midnight Vibe. Da weiß man sofort, okay, das passt nicht auf Hybrid Theory, das passt nicht auf Meteora. Das ist was ganz Eigenes. Das ganze Minutes to Midnight Album sprießt nur so von Ideen, die einfach nicht mehr so klingen wie die ersten beiden Alben. Was natürlich einerseits schade ist, aber andererseits uns unfassbar schöne Musik gebracht hat. As a nation, simply stays, don't wanna. So schön. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nicht. The levees are breaking. Die Dämme brechen. Ist eigentlich jetzt kein schönes Thema, aber aus Chesters Mund klingt es einfach unfassbar schön. Na, da ist man den Dämmen auch gar nicht sauer, dass sie brechen. Ich mag den, ich weiß nicht, sagt man das, wenn ein Sänger singt, sagt man da auch Flow dazu? Ja, ne, es gibt's ja nicht nur im Rap. Die Hook ist einfach so eingängig und so groovy. Ich liebe das an dem Song. Dieses, das gefällt mir einfach unfassbar gut. Das ist richtig geil gesungen. Wie er diesen Ton so lange zieht und er wechselt einfach von einer Tonhöhe in die andere. Das ist wirklich ganz großes Kino. Gefällt auch wirklich, wie hier die Instrumente arrangiert sind. Er singt einfach so soft über die Musik und die Musik groovt einfach. Er jazzt, so ein bisschen Blues. Richtig cool. Das ist richtig krass geschrieben. Also das musste er erstmal so komponieren. So ein krasses Gitarrensolo. Endlich hat Brad mal die Aufmerksamkeit. Jetzt ist mal wirklich alles auf ihn gerichtet. Also ein richtig schönes Gitarrensolo. Das ist ein Doppelschmackofatz. We'll be right back.
Ich möchte das gar nicht unterbrechen. Ihr wisst, Milton Keynes war ja ein Live-Konzert, das erschien dann ja auf DVD. Und wenn du auf Sachen reagierst, die auf DVD erschienen sind, ist immer sehr viel Copyright. Und da muss ich manchmal ein bisschen mehr Pause drücken, ne? Sonst wird das ja alles gesperrt. Sieht auch manchmal dieses Zeichen, was ich da manchmal drüber mache. Ist ja nicht so, weil es so lustig ist. Ich würde das ja irgendwie nie drüber machen wollen. Aber dann sagt er einfach YouTube, nein, tut mir leid, das kann sich niemand ansehen. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen mehr Pause mache. Ich würde es wirklich auch lieber nicht unterbrechen. So unfassbar schönes Gitarren-Solo. Meine Fresse, ey, wäre ich eine Frau, ne, müsste ich jetzt das Höschen wechseln. So schön ist es. Das ist so schön, wenn man den Song auf dem Album hört. Der zweite Teil von dem Song, wo Chester so richtig Power gibt und immer höher und höher singt. Das ist echt ein unfassbar krasses Feeling, wenn du den Song von Anfang bis Ende hörst. Denn der Song wird ja immer besser. Und in der zweiten Hälfte bricht er so aus. Und auch hier, Chester beweist einfach, dass er der krasseste Sänger überhaupt ist. Prove me wrong, es gibt keinen besseren als ihn. Wie schön das live klingt. Wie happy er da aussieht. Man kennt es ja, Crawling, da treten ihm fast die Augen aus den Höhlen. Und hier merkt man einfach, wie befreiend das für ihn ist. Da geht mir das Herz auf. Das finde ich wirklich schön. Schön wie Mike Shinoda. Ich erwähne das so oft. Ich finde, ihm wird viel zu selten Credits gegeben. Was für ein unfassbar toller Musiker er eigentlich ist. Er kann Keyboard spielen, Gitarre, singen, rappen, schreibt unfassbar krasse Texte. Also das ist wirklich ein Genie. Ein Genie unserer Zeit. Da kriege ich wirklich Gänsehaut. Du musst erstmal Chester Bennington, musst du erstmal backen können. Das kommt ja auch dazu. Hast du wirklich mit Bravour meistert. Das klingt einfach so schön. Wer singt denn da jetzt eigentlich? Chester, Mike, Phoenix. Rob, glaube ich, singt nicht, ne? Da spielt er die Drums. Und Brad singt auch nicht. Joe Hahn singt ja auch nicht. Zu dritt. Also die Stimmen, die harmonieren einfach unfassbar gut. Ich liebe das ja sowieso, wenn jemand die Augen zumacht bei Musik. Das ist einfach wunderschön. Ich muss mal sagen, ne, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich muss mal kurz zurück hier. Anscheinend ist das der Special Move von Brad. Ist das schon mal aufgefallen? Ich gucke mir mit euch hier ganz schön viele Linkin Park Videos an. Und es ist so oft, dass er die Zunge hier draußen hat. Wie so ein Trademark. Das ist einfach nur mega sympathisch. Thank you.
ist richtig schön. So bedächtig, ruhig, anmutig. Lassen Sie den Song so richtig schön soft ausklingen. Also richtig gut. Hier bin ich wirklich der Meinung, das ist Kunst. Unfassbar gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Däumchen da, einen Kommentar, ein Abo. Sagt mir, was euch gefallen hat. Wenn nicht, sagt mir, warum es euch nicht gefallen hat. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und in dem Sinne, meine Damen und Herren, meine Freunde, macht's mal gut, passt auf euch auf und Peace.